In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Luftfedermoduls an der Hinterachse des Mercedes W221. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Beim Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Im ersten Schritt ist das Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Die Luftfedermodule nach Einbauanleitung kontrollieren. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls ist die Höhenlage des Fahrzeuges zu messen. Gemessen wird von der Radnabe bis zur Kotflügelunterkante. Das Messergebnis notieren. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und die Räder demontiert. Das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrollieren. Die im System vorhandene Druckluft mittels Diagnosegerät ablassen. Bei Fahrzeugen ohne Advanced Sound System ist lediglich die Lautsprecherabdeckung aus der Hutablage zu entfernen. Bei Fahrzeugen mit Advanced Sound System sind umfangreiche Demontagearbeiten auszuführen. Es muss die komplette Hutablage inklusive C-Säulenverkleidung ausgebaut werden. Zur Entnahme der Kopfstützen müssen die Verschlüsse geöffnet werden. Als letzten Schritt die C-Säulenverkleidung demontieren. Besondere Vorsicht bei Arbeiten am Airbag. Nach Abnahme der Kunststoffklipse kann die Hutablage entfernt werden. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Vorsicht, bei der Demontage der Druckluftleitung kann Restluft entweichen. Der Leitungsanschluss ist mit einem Blindstopfen zu sichern. Die drei Muttern am Federbeindom lösen und entfernen. Diese Muttern können nicht mehr verwendet werden. Die Rathausinnenverkleidung lösen und demontieren. Die elektrischen Steckverbindungen des Federbeins vorsichtig trennen und vom Fahrzeug lösen. Für den Ausbau des Federbeins am unteren Querlenker ist der Endschalldämpfer abzustützen. Auspuffbefestigung lösen und den Endschalldämpfer absenken.
Im nächsten Schritt den unteren Querlenker innen demontieren. So, fertig. So, und jetzt raus. Genau. Die untere Verschraubung des Federbeins am Querlenker lösen und entfernen. Das Federbein von unten entnehmen. Vorsicht mit der Bremsleitung. Der Sicherheitsaufkleber ist erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen. Das neue Federbein ins Fahrzeug einsetzen. Vorsicht mit der Bremsleitung. Die neuen selbstsichernden Muttern am Federbeindom ansetzen und nach Herstellerangaben festziehen. Das Federbein am unteren Querlenker montieren. Achtung, die Mutter nur mit der Hand ansetzen, nicht festziehen. Es muss eine neue selbstsichernde Mutter verwendet werden. Den Querlenker innen montieren. Achtung, die Schraube nicht festziehen. Die elektrischen Kabel des Federbeins ordnungsgemäß verlegen. Die elektrischen Stecker des Federbeins am Fahrzeug anschließen und auf den richtigen Sitz des Halteclips achten. Den Innenkotflügel einsetzen und mit den entnommenen Clipsen befestigen. Auf den richtigen Sitz achten. Nach dem Entfernen der weißen Verschlusskappe den neuen O-Ring entnehmen und auf dem fahrzeugeigenen Druckluftanschluss montieren. Es ist darauf zu achten, den neuen O-Ring nicht zu beschädigen. Die Druckluftleitung am Luftfedermodul einsetzen und mit dem vom Hersteller vorgegebenen Werkzeug verschrauben. Nach Fertigstellung der Montage das Rad montieren. Achten Sie auf das Anzugsmoment des Herstellers. Das Fahrzeug von der Hebevorrichtung ablassen, bis die Räder Bodenkontakt haben. Achtung! Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Die Hebeeinrichtung weiter ablassen, bis das Fahrzeug auf gemessenen 400 mm steht. Das Fahrzeug starten und mindestens 2 Minuten warten. Anschließend die Hebefunktion der Bordelektronik betätigen. Im Cockpit erscheint die Meldung, Fahrzeug hebt an. Nachdem der Anhebevorgang abgeschlossen ist, das Fahrzeug komplett von der Hebeeinrichtung ablassen. Den Druckluftanschluss auf Dichtheit prüfen. Sämtliche Teile des demontierten Innenraums ordnungsgemäß einbauen. Vorsicht beim Einbau der C-Säulenverkleidung wegen des Airbags. Alle beim Umbau gelösten Schraubverbindungen nach Herstellervorgaben mit geeignetem Drehmomentschlüssel anziehen.
Nach Arbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Bilstein. Drive the Legend.